Hi Leute, ich bin Benny und arbeite bei den Jonitern. Neulich erzählte mir meine Kollegin von ihrer Projektreise in den Südsudan und von Rosetta und ihrer kleinen Familie. Es ist unglaublich, unter welchen Umständen Rosetta ihre kleine Tochter zur Welt gebracht hat. Zum Glück waren die Jonitern vor Ort und konnten der Familie helfen. Mein Kumpel Nelson hat es so sehr berührt, dass er sich dazu entschlossen hat, darüber ein Lied zu schreiben. Hört euch das Lied an, also ich find's super. Ungekrönte Helden. Yeah. In einer Welt, wo Hoffnung klein geschrieben wird, im Manuskript gebärt Rosetta bald in dieser monochromen Welt ein Kind, denn hier in Afrika ist unser minimaler Standard Maximum. Wenig bis rein gar nichts haben, prägt ihre Erinnerung. Yeah, sie geht zur täglichen Routine, wo ungekrönte Helden helfen und das nur aus Liebe. Höllische Strapazen strapazieren ihre Nerven, doch Rosettas Baby kommt nicht trotz der 12 Stunden Schmerzen. Deswegen wird sie ins nächstliegende Krankenhaus verlegt, doch das Schicksal kreuzt die Pläne, es kommen die Venen auf dem Weg. Und deswegen hält man rechts an, Blitzreaktion. Jede Entscheidung von der Hebamme bringt Leben oder Tod. Zeitgeprägte Augenblicke, Tränenfallen situationsbedingt, will Rosettas Baby nun das Licht der Welt erblickt. Hörst du die Renaissance im Song? Ohne Herz in unseren Taten wäre Hoffnung nur ein Wort. Hörst du die Renaissance im Song? Ohne Herz in unseren Taten wäre Hoffnung nur ein Wort. So viele ungekrönte Helden, die aus Menschlichkeit helfen, tragen Johanniter den Namen. Wir sind alles auch nur Menschen, eine Sache des Herzens, doch die Johanniter sind da. Ungekrönte Helden, die aus Menschlichkeit helfen, tragen Johanniter den Namen. Wir sind alles auch nur Menschen, eine Sache des Herzens, doch die Johanniter sind da. Ich hoffe, euch hat der Song gefallen. Teilt das Video und verbreitet es über sämtliche Kanäle. Nur mit euch schaffen wir, unser Spendenziel in Höhe von 5.000 Euro für die Mütter und Kinder in Afrika zu erreichen. Peace.